Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 5 Lazarus. Ich glaube, ich habe den Ekelkapitän gefunden, genau. Er sagt es auch schon. Und ich habe auch gesehen, aus welchem Haus er rauskam. Also wissen wir dann auch, wo wir hoffentlich die kleine Rev befreien können. Aber zuerst reden wir mal noch mit ihm, ob er noch irgendwelche Informationen für uns hat. So, wenn man sich den extrem feinen Schnitt der Kleider ansieht, die dieser Mann trägt, so könnte man ihn für einen Adligen halten. Ein Lächeln bringt jedoch mehrere falsche Zähne zum Vorschein, einige aus Holz, andere wiederum aus Gold. Er gibt dir einen kräftigen, schweißigen Händedruck. Oho, ein neues Gesicht in der Stadt. Herzlich willkommen, Mart. Ich bin Kapitän Blither, der Besitzer des Krähennestes. Oh, wir haben schon viel von dir gehört, aber nichts Gutes. Ja, Name hast du uns gesagt. Ich wollte nur noch mal fürs Spiel nachfragen. Was ist dein Beruf? Habe ich das nicht gesagt? Ich bin der Besitzer des Krähennestes. Wenn ihr ein Schiff kaufen wollt, dann kann ich euren Namen vormerken. Aber es wird eine Weile dauern, bis ihr es bekommt. Im Moment arbeite ich nämlich noch für Lord Blackthorn. Er baut sich wichtigtorig vor dir auf. Ich habe es so ausgehandelt, dass ich all meine Schiffe an ihn verkaufe, außer die, die ich selbst benötige. Trotzdem können auch wir beide ein Geschäft machen, wenn ihr wirklich so dringend ein Schiff braucht. Ich glaube nicht, dass wir uns aktuell ein Schiff leisten können. Was kannst du uns über deinen Chef sagen? Einen edleren Mann bin ich nie begegnet. Wisst ihr, ich bin der Einzige, der Schiffe für seine Flotte baut. Er kauft sie von keinem anderen. Jede einzelne Fregatte in seiner Armada wurde hier in Minok gebaut. Die Schiffe, die wir hier machen, mit denen könntet ihr glatt ins Auge des Sturms segeln. Bei den Segeln benutze ich nur die allerbesten Stoffe. Meine Segelmacher Fenelon und Reef wurden mir von Lord Blackthorn persönlich zur Arbeit zugewiesen. Also müssen sie wohl gut sein. Ja, aber ich habe noch nicht verstanden, wieso er Reef immer in Ketten legt. Erzähl uns mal was über Schiffe. Bei uns gibt es nur das Feinste vom Feinsten in ganz Bretagne. Wusstet ihr nicht, dass die besten Handwerker alle aus Minok kommen? Das gilt auch für Schiffsbauer. Soll ich euren Namen für eine Fregatte vormerken, für, sagen wir, nächstes Jahr? Er nickt heftig, um dich zum Annehmen seines Angebots zu animieren. Sagen wir mal so, wenn er der Einzige ist, der für Blackthorn arbeitet, und wir wissen ja, dass in Brittany noch jemand ist, der Schiffe verkauft. Also nein, wir können uns das jetzt eh nicht leisten. Tja, schade. Wäre das Warten sicher wert gewesen. Wir werden sehen. Was kannst du uns über Fenelon sagen? Kapitän Blither rümpft die Nase. Kann nicht behaupten, dass ich den Kerl mag, aber er ist ein guter Arbeiter. Er kann gut mit Nadel und Faden umgehen. Was kannst du uns über die kleine Rev sagen? Ein kluges kleines Mädchen und dazu noch wunderschön. Eines Tages wird sie ein köstliches Ding sein. Kapitän Blither zwinkert dir zu. Rev bleibt hier bei mir, zu ihrer eigenen Sicherheit. Sie darf ihre Zeit nicht mit dem verlausten Lupenpack im Armenhaus verbringen. Dort gibt es mehr Ratten als bei Galeerensträflingen. Ja, war das auch ihre Mama? Was kannst du uns über das Armenhaus sagen? Was soll ich da sagen? Fiona, das ist Reefs Mutter, sorgt dafür, dass in jedes Maul im Armenhaus Essen gestopft wird, sogar wenn dafür ihre eigene Tochter nichts bekäme. Das arme Ding würde verhungern, wenn ich nicht wäre. Das glaube ich nicht. Was kannst du uns über Fiona sagen? Pithe schnaubt verächtlich. Die ist selbst nicht besser als ein Bettler. Wow, du bist echt ein sympathischer Mensch. Ich wünsche dir schlechten Wind. Okay, dann schauen wir mal, dass wir die gute Rev befreien können. Wir wissen, also Fanny, der Tuchmacher, hat uns ja erzählt, dass der Kapitän morgens um 2 Uhr das Haus verlässt und dass das die ideale Gelegenheit wäre, um Reef zu befreien. So, dann versuchen wir das mal. Also, vor der Folge kam er aus diesem Haus raus. Schauen wir dort mal rein. Gibt's hier irgendwelche Ketten? Bücherregal. Aber er kam hier raus. Gibt es hier noch einen Keller? Nee. Eieiei.
Nach vielen Aufnahmen ist der Hals ein bisschen trocken. Aber es macht so viel Spaß. So, wir schauen zuerst mal Bücher. Angewandte Mathematik für Seeleute. Und Britannische Kunst Band 2. Und Rehlhuhr Schriftrolle, die keinem gehört. Dann gehört sie jetzt uns. So, was sagt denn die Uhr jetzt? Mach das mal noch dahin und das mal noch dahin. Das Flächlein dahin, zumindest ein bisschen scheinbare Ordnung. So, wir haben 20 vor 11, also gleich Mittagszeit. Dann schauen wir mal noch ins Buch rein, beziehungsweise in die Bücher. Zuerst mal angewandte Mathematik für Seeleute von Kapitän van Hoek. Mathematik, werter Leser, ist keine ursprüngliche Kunst mehr. Mannigfaltig sind die Einsatzmöglichkeiten, die sie dem Seemann bietet. Und damit ist viel mehr gemeint als das Zählen der Fässer mit Pökefleisch oder der Flaschen guten Weines aus der Abtei. Ein guter Seemann muss die Zahlen gut kennen, denn ansonsten gefährdet er das Schiff und seine Landmannschaft. Unterweiset euch selbst in dieser Geisteskunst zukünftiger Seefahrer, denn sie könnte den Unterschied zwischen Verhungerten und Überlebenden bedeuten. Wie jeder erfahrene Seefahrer weiß, ist die Navigation eine ernstzunehmende Sache. Die Mathematik ist ein Schlüsselelement bei der Navigation mittels der Gestirne. Eine alte Kunstfertigkeit, die sich in jüngster Vergangenheit durch Fortschritte in der Zeitmessung verfeinert hat. Schaut zu den Sternen auf. Es lässt sich ein Muster wahrnehmen, das euch dabei hilft, euer Schiff sicher ans Ziel zu steuern, vorbei an Seeschlangen und Strudeln. Indem er die Position bestimmter Fixsterne berechnet, weiß der erfahrene Seefahrer jederzeit, wo sich sein Schiff befindet, wo der nächste Hafen liegt und wie man Gefahren umschifft. Gerüchten zufolge wurde unlängst ein Gerät erfunden, das die Navigation erheblich vereinfachen soll. Leider sind noch keine Kenntnisse darüber in die Schifffahrt vorgedrungen. Zuerst gab es nicht viel auf dieses Hafengeschwätz, aber es hat sich hartnäckig gehalten. Das Gerät soll einem Astrolabium ähneln, sich aber von einem Kamal unterscheiden. Es wäre mir bei meiner nächsten archäologischen Expedition auf der Suche nach der sagenumwogenen verlorenen Stadt Cray von großem Nutzen. Heutzutage, wo präzise und mechanische Zeitmesser alltäglich werden, können wir die Bewegungen der Gestirne viel genauer aufzeichnen, wodurch sich die Navigation aller Schiffe in Britannia verbessert. Viel nautisches Wissen wird von Kapitän zum Mat weitergegeben, aber nur wenig davon wird niedergeschrieben. Mein nächstes Werk, ein susarischer Almanach der Seefahrtskunde, wird die komplizierten Bahnen der Felucca und Trammel gemeinsam mit den Sternen am Nachthimmel ziehen, ausführlich behandeln. Ein Buch, das jeder echte Seefahrer gelesen haben muss. Ich hoffe, aus dem Wissen des gelehrten Magier des Lyzeums auf Verity Isle Nutzen ziehen zu können. Der Kapitän kommt schon mal nach Hause. Also ich glaube, er schreibt da von Sextanten. Will das Spiel uns damit sagen, dass die in diesem Teil des Spiels noch nicht erfunden sind? Das wäre Mist. So, Britannische Kunstband 2. Musik und Dichtung von Borelius Weilern. Musik ist die Kunst, sich durch Klänge auszudrücken. Viele Musiker finden, dass die Musik die mächtigste Kunstform ist, weil sie eine so starke emotionale Resonanz in Zuhörer hervorrufen kann. Musik entsteht durch die Anwendung spezieller Instrumente, die jeweils ganz unterschiedliche und einzigartige Klänge erzeugen. Bei Streichinstrumenten entsteht der Klang durch die Vibration bestimmter Saiten, die ausgelöst wird, indem man auf den Saiten klimpert oder sich schlägt. Bei Blasinstrumenten entsteht der Klang, wenn der Musiker in sie hineinbläst. Variiert werden die Töne, indem er seine Finger auf verschiedene Löcher legt. Schließlich gibt es noch Schlaginstrumente, bei denen Klänge durch Schläge entstehen. Instrumente können sowohl allein als auch gemeinsam benutzt werden, wobei die Kombination mehrerer Instrumente natürlich viel komplexere Musik ermöglicht. Eine weitere Musikform ist Gesang. Gesang ist Musik, durch die melodisch
durch den melodischen Gebrauch der eigenen Stimme entsteht. Meist wird auch nach bestimmten Texten gesungen. Es ist zwar möglich, den Klang nur mit der Stimme allein zu erzeugen, aber meist sorgt ein Musikinstrument für die Begleitung. Ein sehr beliebtes Instrument für die Begleitung von Gesang ist die Laute, weil sie den Mund zum Singen freilässt. So leicht ein begabter Musiker dies auch erscheinen lassen mag, so schwierig ist das Koordinieren von Singen und Spielen in Wahrheit. Früh übt sich, wer darin ein Meister werden soll. Auch die Dichtkunst verwendet Worte und bildet aus ihnen sehr wohlklingende und oft auch gereimte Sätze. Häufig wird für Gedichte zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Melodie geschrieben, damit daraus ein Lied wird. Man sagt, das Dichten sei als Kunstform dem Malen sehr ähnlich, denn die Worte seien die Farben und die Ohren der Zuhörer die Leinwand. Ein guter Dichter, so heißt es, erweckt im Geiste des Publikums farbenfrohe Bilder zum Leben. Oft werden dabei fantastische Heldensagen längst vergangener Zeit erzählt. Die Dichtkunst kann jedoch auch sehr komisch werden und die Menschheit mit humorvollen Erzählungen erheitern. Jeder Gaukler weiß davon, ein Lied zu singen. Und ich muss da spontan an ein Buch in Ultima 7 Teil 2 denken, wo so ein bisschen Lord British auf die Schippe genommen wird. Das fand ich total lustig. Und Sir John hat das sehr, sehr treffend ins Deutsche übersetzt. Da hatte ich viel Spaß damit. So, zwischendrin kam der Kapitän mal und ist wieder gegangen. So, was sagt die Uhr? Wir haben bald 3 Uhr nachmittags. So, also müssen wir noch gute 11 Stunden warten, bis es 2 Uhr nachts ist. Was sagt denn das Essen? 56, das schaffen wir. Okay, ich würde gern die Kleine befreien. Okay, wir speichern mal kurz zwischen. Denn nicht, dass wir jetzt beim 10-fachen Zeitdurchlauf irgendwie übers Ziel hinausschießen. Das wäre ärgerlich. So, wir lassen jetzt mal die 10-fache Geschwindigkeit laufen. Und schauen mal, was passiert. Es gibt bestimmt auch noch Karma-Punkte. Und außerdem, Fiona hat es verdient, dass sie ihre Tochter wieder zurück hat. Und Reef soll natürlich auch nicht so weiterleben. Das ist kein Zustand für ein Kind. So. Dann warten wir mal ab. Aber so ein Sextant hätte ich gerne. Ach man. Gibt es wohl dann erst ab Ultima 6. So, die beiden kommen nach Hause. So, Rafe ist auf dem Lager. Wo ist der Typ jetzt? Ah, da sitzt er. Okay. Die beiden sind schon mal zu Hause. So, dann soll er ja um 2 Uhr aus dem Haus gehen. Zwischendurch wird er wahrscheinlich kurz schlafen. Mal schauen, jetzt haben wir 8. Es wird dunkel. 9. So, komm, leg dich schon mal ins Bett, dass er dann, keine Ahnung, was er dann nachts um 2 macht. Vielleicht geht er dann zur Toilette oder so. So, jetzt haben wir 11. Ah ja, er liegt im Bett. Ich lass mal noch bis um 1, kurz nach 1 weiterlaufen. So, jetzt haben wir 12. Ein durch. So. Jetzt haben wir wieder Normalgeschwindigkeit. Und das heißt, um 2 Uhr würde er wieder gehen. Schauen wir mal, ob man die Uhr nach ihm stellen kann. Ansonsten werden wir dann als nächstes mal Richtung Schrein aufbrechen. Dort nach dem rechten Sinn. Da wir jetzt das Wort der Macht haben und das Mantra haben. So, jetzt ist gleich 2. Ich mach schon mal die Uhr zu.
Hat er gesagt, die zweite Morgenstunde. Das müsste ja... Obwohl die... Doch, jetzt ist er weg. Reef wacht beim Klang deiner Stimme auf und du vernimmst das Klirren von Ketten, als sie sich bewegt. Was? Wer? Sie entspannt sich, als sie dich wiedererkennt. Mein Herr, seid ihr gekommen, um mich zu befreien? Ja, klar. Reef dreht sich im Bett rasch um, damit du die Ketten um ihre Fußgelenke besser sehen kannst. Er hat irgendwo einen Schlüssel. Wenn ihr den findet, ist alles ganz einfach. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Okay, wir versuchen es erstmal mit Dietrichen. Du arbeitest das Schloss einige Minuten lang, doch das einzige Ergebnis ist ein kaputter Dietrich. Okay, wo hat er den Schlüssel? Okay. Bitte kommt schnell wieder. Ja, ich versuch's. Schürhaken. Was kann ich hier anklicken? Bücherregal haben wir schon geschaut. Ah doch, da ist ein Schlüssel. Okay, Schlüssel haben wir. Alles wird gut, Kleine. Was? Wer? Ja. Befreien? Ja. Ketten mit dem Schlüssel aufsperren. Du öffnest die Ketten mit Leichtigkeit. Reef springt hastig auf und wickelt sich in die Bettdecke, um sich vor der eisigen Kälte zu schützen. Ich glaube, das war unser Karma. Sollte, wenn wir das Fenster schließen, nach oben gehen. Danke. Jetzt sollten wir aber besser weglaufen, bevor er zurückkommt. Ich gehe gleich zu meiner Mutter ins Armenhaus. Wenn er mir dorthin folgt, habe ich genug Zeit, mich richtig zu bedanken. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, flitzt sie weg. Wow, und wir haben Erfahrung bekommen. Dann machen wir uns auch schnell vom Acker. Dumm, die Dumm, wir waren niemals hier. Niemals waren wir hier. Niemals. So, dann gehen wir mal noch kurz bei Fiona vorbei. Richtung da. Wir waren nie hier. Wir waren es nicht. Nein. Okay. Wir schleichen durch die Dunkelheit. Das müsste das Gasthaus sein. Und ja, es war unser Karma. 3 Karma haben wir bekommen. Das kann nicht schaden. So, dann genau ist da die Mühle. Und hinten dran ist das Armenhaus. Wir gehen mal der Wache aus dem Weg. Man weiß ja nie. So, Spiel nicht so irgendwie in der Gegend rumhopsen oder so. Wir gehen jetzt runter ins Armenhaus. Schauen mal, wie es Mama und Tochter geht. Fiona? Delvin? Finelon? Ach, Finelon schläft auch hier. Wo ist Reef? Ha. Waren wir vor ihr da oder wurde sie unterwegs geschnappt? Oh Mann. Okay, wir haben ja noch Nacht. Vielleicht taucht sie erst zu einer gewissen Uhrzeit hier auf. Wir warten mal ein bisschen. Vielleicht gibt es nochmal Erfahrung, wenn wir das jetzt nochmal melden. Erfahrung kann uns echt nicht schaden. So, 5 Uhr, 5:30, 6, wann wird denn hier aufgestanden? In die Uhrzeit bin ich immer schon am Arbeiten. Außer am Wochenende natürlich. Aha, da kam jemand runter. Du bist Fenelon. Nee, mit dir möchte ich jetzt eigentlich nicht reden. Wo ist denn Fiona? Schläft noch. Fenelon ist der Frühaufsteher. Dann reden wir mit dir mal noch, ob du noch irgendwas sagst, dass Reef jetzt frei ist.
Ich hoffe, ihr seid wohl auf. Nein, bei ihm kann man nichts sagen. Okay. Dann nochmal warten. Kurz. Ah ne, die Uhr brauche ich ja nicht mehr. Aha. Da ist Fiona. Fiona ist damit beschäftigt, hastig ihr kärgliches Hab und Gut in einen Beutel zu stopfen. Als sie dich sieht, stürmt sie zu dir und fällt dir um den Hals. Reef hat mir alles erzählt und ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Ich habe sie an einen sicheren Ort geschickt, nur für den Fall, dass eure Tat dazu führt, dass die Wachen bald hier bei mir auftauchen. Eine letzte Bitte habe ich noch. Wenn ich gehe, wird niemand mehr für das Armenhaus und seine Bewohner da sein. Deshalb bitte ich euch darum, Lady Sarah zu sagen, ob sie es übernehmen möchte. Ich bin mir sicher, dass sie die nötigen Mittel hat, um diese Einrichtung am Leben zu halten, sofern sie nur gewillt ist, es auch zu tun. Das war wahrscheinlich wieder unser Karma. Danke, Avatar. Wenn alles vorbei ist, dann hoffe ich, werden wir uns eines Tages wiedersehen und vielleicht kann ich euch anständig belohnen. Nun muss ich aber gehen, ehe wir entdeckt werden. Sie wirft sich ihren Beutel über die Schultern, huscht nach draußen und verschwindet. Trifft man Fiona in einem der anderen Teile wieder? Also in einer besseren Zeit? Ich kann mich jetzt an den Namen nicht erinnern. So, nochmal 15 Erfahrungspunkte. Okay, dann gehen wir auch noch zu Sarah. Dann machen wir das Glück, denke ich mal, perfekt. So, Sarah arbeitet ja in dem Heilerhaus. So, da wir jetzt morgen haben, sollte so langsam jeder bei der Arbeit sein. Oder zumindest auf dem Weg dorthin. So, und dann können wir dann in der nächsten Folge uns Richtung Schrein des Opfermuts auf den Weg machen. Ich gehe immer noch den Wachen aus dem Weg. Wenn möglich. So, gehen wir halt hier unten rum. So, da ist das Heilerhaus. Wir hatten sie aber auch schon im Gasthaus gesehen. Ich denke, jetzt sollte Arbeitszeit sein für sie. Hier unten ist niemand. Hier oben ist auch niemand. Dann doch vielleicht im Gasthaus. Ah nee, da ist jemand. Du bist Regina. Nein, du bist der Medikus. Der Wache aus dem Weg gehen. Dann gehen wir zum Gasthaus. Auf Umwegen ins Gasthaus. Direkter Weg kann ja jeder. Das ist das Gasthaus. Da hatten wir Sarah ganz am Anfang mal getroffen. So, du bist keine Sarah. Spiel. Jetzt mach da bitte kein Drama draus, dass wir Sarah finden wollen. Hier ist sie auch nicht. Da draußen kommt aber gerade jemand. Oder? Nee. So, wo ist Sarah? Oder ist sie bei den Kunsthandwerkern? Wache, gehen wir woanders hin. Nee, da ist nur Woodruff. Sonst niemand. Auch Spiel. Wo ist denn die Dame? Ich weiß halt auch nicht, wo sie wohnt. Ey, Tür auf. Da ist wieder nur Regina. Da. Da ist Sarah. Hi, Sarah. So, wir... Fionas Botschaft. Davins Gerücht, das war ja, dass sie angeblich in ihn verliebt ist. Das hatten wir eigentlich schon. Fionas Botschaft.
Ah, wieder Karma. Lady Sarah hört aufmerksam zu, als du ihr Fionas Botschaft übermittelst und am Ende schüttelt sie den Kopf. Diese Frau reitet sich aber auch andauernd in irgendwelche Schwierigkeiten. Ich verstehe nicht, warum sie Blackthorn nicht einfach gab, was er haben wollte. Sie seufzt. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wenn sie weg ist, werde ich eben sehen, was ich tun kann, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ja, was wollte Blackthorn von ihr haben? Ach so, wahrscheinlich dieses Wort der Macht. Genau, ja klar, sie war ja ein Ratsmitglied und er will ja diese Wörter der Macht haben und das wollte sie ihm nicht geben. Okay, so wird dann Schuh draus. Okay, wieder Erfahrung. Die nehmen wir natürlich gerne. So, und dann schicke ich euch jetzt in die Pause und schaue mir schon mal an, wie wir richtungstechnisch zum Schrein von Minok kommen. Denn der war ja, glaube ich, hier nicht so ganz um die Ecke. Das ist das Mondtor. Das müsste... Doch, das war der Schrein. Das weiß ich nur aus Ultima 6. Der lag mitten im Ödland. Aber, ja gut, wir wollten sowieso noch zu Sinvral, der dort auch ist. Also sehen wir vielleicht in der nächsten Folge, wenn das Spiel uns lässt, unseren ersten Gargoyle. Wow. Okay, es bleibt spannend und bis gleich.